Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und mit mir dabei ist der Raijin. Servus. Servusen. Und wir sind wieder im Path of Exile, Akt Nummer 3. Wir haben uns hier schon mal ein bisschen weiter durchgeprügelt. Sind gerade durch die Sewers und hier kommen echt coole Gegner. Deswegen dachten wir uns jetzt mal, hey komm, da müssen wir jetzt mal ein bisschen was von zeigen. Genau. So. Wenn die schon gerade dabei sind, ne? Nämlich Statuen kommen gleich. Und ich habe einen neuen Skill, ich finde den total toll. Yay, hui. Ja. Ja, ich habe eine neue Rüstung, wie ihr vielleicht seht. Wollte mich einfach ein bisschen davon distanzieren, wie Daniel aussieht. Magst du nicht, wie ich aussehe? Doch, 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 natürlich. Aber ich kriege hier immer ein Durcheinander, wer ist wer. Da habe ich eh keine Ahnung mehr, was hier... Da guckt, da springt schon wieder ein Gegner rum, den Skill kann ich auch. Oh, da ist ja schon wieder einer. Wenn ihr euch wundert, warum es gerade ein bisschen leckt und zu meinem Erstaunen... Ja, es leckt gerade ein wenig. Ja, habe ich auch gerade das Gefühl, ja. Gut. Bei mir liegt es wahrscheinlich daran, weil ich nebenbei noch gerade am Hochladen bin. Ein paar andere Videos neben der Aufnahme. Warum es bei Stefan leckt, keine Ahnung. Vielleicht mag er es einfach. Ist, ich habe meinen Computer extra auf Lag eingestellt. Ach so. Nee, aber ich habe wirklich auch gerade. Also so Ruckelbildchen. Ja, es sieht nicht ganz flüssig aus, ne? Nee. Es ist jetzt nicht so wirklich ein Leck, aber... Nee, also es sieht irgendwie seltsam aus. Vielleicht sieht man es in der Aufnahme noch nicht mal. Vielleicht Drogen oder so. Ja, Drogen. Drogen ist immer gut. Also nicht so... Das ist wieder flüssig. Ja, hier, enge Gänge. Enge Gänge. Gänge Bänge. Ja, so in der Art. Das ist sehr gut zusammengefasst. Richtig. Und ich jetzt hier mit meinem neuen Skill habe jetzt endlich auch mal bei Gegnerhorden Spaß. Ja. Also ich muss sagen, ich finde das Gebiet hier finde ich saugeil. Mit dem so Stadt, Gedränge, Enge. Ja. Gänge. Enge, Gänge, Gänge. Gedränge. Ja, in Gedränge mit Gänge, Bänge. Also, ja. Was bist denn du hier für einer? Bist du so ein Teleport-Fuzzi? Nein, du bist einer der. Boah, hast du Riesenklöten, alter Schwede. Marie, was? Ich kann den, glaube ich, irgendwie explodieren lassen. Ach ne, das habe ich wieder rausgenommen. Eine Riesenklöten explodiert. Boah. Weißt du, wie das aussieht? Ich habe da so eine... So eine. Oh Mann, hör mal auf, hier rum zu teleportieren. Oh, der ist gerade... Ah, echt, ey. Oh, wir müssen eigentlich in den Norden, fällt mir gerade mal so ein. Ich mag mich erinnern, dass wir schon mal hier das komplette Ding hier geklärt haben und uns dann gefragt haben, was müssen wir eigentlich machen? Ja gut, das ist ja jetzt nichts Neues für uns, ne? Ja gut, ja. Und hier sehe ich wieder mal nichts, nicht wo ich durchgehen muss. Ja. Keinen Plan. Wir gehen einfach mal, oh, was ist denn da? Da ist so ein Kartenübergang. Wo geht denn der hin? Das ist so ein Kartenübergang. Des Lamms. Nee. Aber dann sind wir so weit von unserem Ziel gerade entfernt, also weiter geht nicht. Ist hier ein Boss dabei? Nein. I have nothing more to give. Dann weiß auch nicht. I have nothing more to give. Da, komm hier, da, Fresse. Yay! Oh, diese Schlangen! Ernsthaft! Geht mir ein bisschen auf den Zeiger, das wisst ihr hoffentlich. Vor allen Dingen... Ah! Wieder mal, da ist übrigens ein Boss drunter, ne? Diese Elite-Schlangen hier, die gehen so was von auf den Zeiger. Ich glaube, bis zu dem bin ich auch nicht mal... Ja gut, ich charge eh nur noch durch gerade. Ja, ich eben nicht, ich habe einen Charge. Yay! Der Skill ist absolut geil. Macht zwar noch so gut wie überhaupt keinen Schaden, aber ist schon in Ordnung. Ich geh da mal kurz weg. Boah, was für ein Gewusel! Und Mana leer. Effektives Mana verbrauchen. Ich hab's gemeistert. Ja. Oh, du bist tot. You did it. You did it. Ja, es ist irgendwie alles. Nee, Boss lebt noch da hinten. Wieder ein Spinebreaker. Also wenn eins schlimmer ist wie giftschmeißende Bosse, dann sind's Schlangenbosse. Und rumrennende Schlangenbosse. Ja, das ist... Oh.
Du, Junge. Schön in die nächste Gegnergruppe, ja, genau so. So wie es sein muss. Aber die werde ich jetzt auch mal ein bisschen grillen hier. Hab ich schon wieder keinen Mana? Was geht denn hier schon? Boah, heilt er sich? Oder haben wir dem einfach noch nichts abgezogen? Nee, sein Energieschild geht fucking schnell wieder oben. Kratzi. Danke. Ich bleib jetzt mal an dem dran. Der Rest ist mir jetzt mal gerade Jacke wie Hose. Ja. Ja, ich mach jetzt auch mal ein bisschen mit ihm mit. So, jetzt hat sich's hier ausgeschlängelt. Ja, und so, und überhaupt. Einfach über die drüber mal rollen hier. Zup, zup. Ja. Sonst bräuchte ich mit meinem Marauder noch. Ja, dafür müssen wir den Marauder dann mal wieder auspacken. Ja, ne? Aber die... Ich meine, wir sind ja bald mit denen hier genauso weit insofern. Habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich viel Lust auf meine Bitch. Witch. Ja. Aber wenn wir... Gerade Maske. Mit... Du wahrscheinlich auch. Aber ich denke, wenn wir mit dem mal irgendwo in der Nähe sind von unseren... Marodörchen und Witchchen, dann werde ich wahrscheinlich dann mal umwechseln. Echt jetzt? Warum? Macht doch so viel Spaß. Ich habe einfach das Gefühl, die sie hier... Sie hält nicht so viel aus wie der Mo. Ja, logisch. Doch, tut sie. Du stirbst nicht so häufig. Das nehme ich dann eben Wunder. Ich hatte das Gefühl, mit dem Roddy hatte ich hier mehr Überlebenschancen, sagen wir es mal so. Nein, das Gefühl hatte ich nicht. Ja, du jetzt nicht mit der Witch. Nein, du mit deinem Marauder. Wir sind zwischenzeitlich schön die Town Portals ausgegangen. Ja, ist ja gut. Ich musste mir schon welche kaufen. Das hängt hier schon wieder los. Ist ja gut. Zu Beginn. Zu Beginn in Akt 3. Hm? Zu Beginn ging's. Ab Mitte Akt 2 wurde es ja erst so richtig schlimm. Ja, eben, aber ich dachte, ich hab das so irgendwie im Hinterkopf, dass es hier wieder besser lief. Ja gut, das stimmt. Und kurz lief es hier besser. Nee, erst ab dem Palast am Ende. Der wurde lustigerweise einfacher. Ja, gut, das stimmt. Jetzt habe ich das Gefühl einfach, die nimmt jetzt hier an Qualität ab, sagen wir es mal so. Ich kann mich natürlich auch irren und... Doch. Aber das kann ich erst beurteilen, wenn... Puh. Sag nichts dann... gegen meine Skion. Nee, überhaupt nicht. Ich sag, gegen deine sage ich gar nichts. Gegen meine sage ich was. Ich behalte dich im Auge. Okay, mach mal. So, jetzt haben wir schön die Aufnahme begonnen. So von wegen, hey, hier sind geile Gegner, die wir euch mal unbedingt zeigen wollen. Richtig, und wir kommen einfach nicht zu den Gegner hin. Das ist so typischer aber Fall von... Aber also ihr dürft natürlich auch... Das sind die Suas. Also die Suas, wo wir rausgekommen sind. Also wir sind wieder am Anfang. Genau, aber wir rennen schon mal in die richtige falsche, in die falsche richtige Richtung. Die richtig falsche Richtung. In die richtig falsche Richtung, genau, ja, das wird sein. What the fuck? So, ach, da ist wieder so ein Teleport-Heini. Ja, interessiert mich jetzt gerade mal nicht. Was sei denn, der kommt da raus? Er kommt da raus. Ja, da kommt noch mehr raus. Aber nicht der Teleport, die kommt da raus. Ich sehe gar nicht mehr, lebt noch was? Nö. Glaube nicht. Ich glaube, wir haben es so gemacht. Wir haben es gut gemacht. Ich merke jetzt schon, die 40% Mana-Regeneration plus, die ich gerade geskillt habe, wir sind voll in eine Sackgasse gelaufen. Ich will ja nichts sagen. So was von voll in einer Sackgasse. Aber egal. Wir können ja da oben noch nach Norden. Bleib doch mal stehen, junge Dame. Oh, weißt du was, komm. Ich sammle mal. Hey. I have nothing more to give. Ja, musst du Mana trinken, dann hast du wieder was zum Giffen. So. So mach mal das. Das nimmt voll an Qualität ab jetzt gerade, ja. Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Doch, aber ich, ja, wir sind dill. Soll ich das sagen? Gar nicht, ist schon in Ordnung. Ich hab mir das ein bisschen anders vorgestellt, ne?
Nee, es fehlt mir einfach am wirklich heftig üblen AOE-Zaubern. Ich glaube, die kommen noch. Ja, ich denke auch. So, das, was ich mit Marauder hatte, Ja gut, das AOE. Hast du mit dem Magier am Anfang nicht, das ist richtig. Ich bin auch sehr begeistert von meinen Nahkampf-AOE-Fertigkeiten hier. Ja eben, das ist das, was mir halt... Weil das Einzige, was ich jetzt wirklich hier AOE habe, was wirklich irgendwie effektiv ein bisschen Schaden macht, ist dieser Feuersturm. Das Problem ist nur, wenn sie hier Fire Resistance drauf haben, dann geht's mir einfach nur auf den Keks. Ja gut, ne? Ja. Und ich glaube, das ist so die Natur der Dinge. Ja, natürlich. Nee, das Problem ist halt eben auch, dass ich dachte, okay, gut, machst du dir einen Plattenträger, der mit heftigen AOE-Skills hier durch die Gegend boost. Das Problem ist nur, das liegt einfach komplett in gegensätzten Richtungen auf dem Skilltree. Marketplace. Nochmal Marketplace? Wollen wir zum Marketplace? Ja, da müssen wir ja eigentlich hin, oder? Ah. Ich gehe zum Marketplace. Ja, ich komme auch mit. Kein Bock auf die. Ja, richtig. What the fuck? Ach, hier war das mit den Statuen. So wuselig aus, ja. So haben wir jetzt die Statuen gefunden. Yay! While the people struggle to make a living. Yay! Ah, das sind im Übrigen die großen Käfers. Genau, die sind toll. Also, die sind scheiße. So toll, dass sie mich hier gerade fast auseinandernehmen. Das ist ein Boss. Du hast doch geile AOE-Skills, ich hab's gerade gesehen. Was? Ja, hier, die Toten explodieren lassen. Funktioniert doch gut. Achso, stimmt, die explodieren ja von sich aus. Ja. So, was willst du hier hinten jetzt noch von uns? Voll Spack. Kill Rare Monsters. Wir sind so toll. Alle liegen. Oh Mann. Ach stimmt, das war das Gebiet. Ja. Mit den Tripods. Ich erinnere mich dunkel daran. Also nicht die iPods, sondern die Tripods. Ja, aber die sind genauso schrecklich. Ja, genau. Moment. Ich habe da hier wieder irgendwelche weiße Grütze und Scheiße auf mir. Darf ja nicht wahr sein. Tü, hier war nix. Nee, ich hab's gespürt. Eine Erschütterung der Macht. Oh, pass auf, ist ein Boss. Oh. Der große, golden Leuchtende da. Der Greyheart. Genau der. Hatten wir nicht schon... Wer hat denn schon mal einen Greyheart? Ja, ich mache ihn gleich auch Grey und Hart. Wir schon so viele Herzchen hier. Mach ihn auch mal Grey und Hart. Hooray for Boobies! Boobs. Yay! Die waren hier irgendwo, ich weiß es. Ja, so viel dazu. Also, wie gesagt, optisch, ne? Cool gemacht. Ja, alles niedergerissen. Und kaputtisiert. Ich kann jetzt gerade nicht nach der Optik gucken. Ich muss jetzt hier gucken, wo die Statuen sind. Ich glaube, die. Da! Und da ist auch gerade der Boss und der hat einen Pimmel. Oh mein Gott. Genau. Guck die Penisse von Markus an. Die haben den noch verändert. Der war vorher nicht rot. Jetzt hat er ja einen Blutpimmel. Ein Blutpimmel? Kann ich nix dafür. Das war vorher nicht rot. Hilfe. Sind das zwei? Ja. Au! Oh, kannst du bitte ein Portal legen? Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich war gerade irgendwie abgelenkt. Oh, scheiße. Nein, bitte nicht wieder zurückporten. Oh, hi. Warte. Ich will hinter dir stehen. Ich will nicht deinen Pimmel im Gesicht haben. Also, ich habe jetzt mal reingezoomt. Der hat wirklich einen Pimmel. Ja, und der ist rot. Naja, für seine Körpergröße, ich weiß ja auch nicht. Ja, gut. Also, da würde ich mich... Klar ist der sauer mit so einem Mini-Pinsel-Dinsel hier. Da hätte ich auch ein Problem. Ja, der Körpergröße. Ja, dafür hat er ja einen Speer, um das zu kompensieren. Ja, stimmt. Stone is disfigured as easily as flesh. Reality is the clay and corruption is the sculptor. Jo. So halt, ne? Moment. Da kommt noch was. Sollte halt kommen.
Ja, ich mach's mal weg. Ja, do it. Hallo, bitte nicht einfrieren, das ist echt ungünstig. Hä? Ich wollte gerade sagen, sind die alle wieder gespawnt? Oh, hi. Wer? Nix, nix. Yay. Und da ist eine Frau. Und die hat auch... Die ist auch sehr explizit dargestellt. Sind wir hier in Scarlet Blade? Fast. I have nothing more to give. Juhu. Ist das ein Boss auch schon wieder? Nö. Das war einfach nur eine stärkere mit dicken Ämmeln. Ja, ja. Aber ich mag die Statuen. Ja. Was haben wir cool. uns? Was haben wir uns das erste Mal erschrocken, wie die plötzlich da aufgestanden Richtig. Sind? das erste Mal haben wir auch irgendwie eine Gruppe noch rundherum gehabt und ja, plötzlich zang standen die noch auf. So, bah! Was denn das für eine hier? Scheiße hier? Oh, guck mal da. Ja, found a... I dare not look too closely into the glass. Something's likely to look back. Aha. Boah, wie Melo, ey. Guck, geht mal etwas aus dem Glas zurück. Ich weiß nicht, ob wir mal kurz in die Stadt sollten. Ich weiß auch nicht. Das ist eine Bonk. Ja. Warte mal. Kurz die Bonk zeigen gehen. Nee, die ist eins weiter. Die ist ein Gebiet weiter. Ich würde trotzdem mal kurz gerne in die Stadt gehen. Das ist ein neues Quest, das hatten wir vorher nicht. Ja. Es gibt auch neue Quests in diesem Spiel. Und wir müssen irgendwie auch noch zusehen, dass wir hier in die Sewers kommen. Ja, es gibt neue Quests in diesem Spiel. Ist ja gut, ich rede schon nicht mehr mit dir. Ach Mann. Ach. Ist er wieder eingeschnappt, der Kleine hier. Der Kleine, Ist klar, ne? Ja. Two out of three busts. Der Bong. Ja. Der Bong der Macht. Diskriminier mich halt nur. Warum? Nur weil ich klein bin. Stay out of the shadows. Ja. Bei dem haben wir gerade irgendwas ab. Ach so, die Platten haben wir bei dem abgegeben, okay. Jetzt weißt du mal, wie das ist, ne? Nicht wirklich. Weil ich kann ja aufstehen und bin dann größer wie 1,20, ne? 1,23 bitte. 1,23, Entschuldigung. Ja, würde ich also auch sagen, ne? Ja. Ist schon hart. Ne, hart ist es noch nicht, aber. Was nicht ist, kann auch werden. Oh je. Hast du ja hoffentlich das rote Ding von dem gerade eben mal ganz genau angeguckt, hm? Das ja. Ist hart wie Stein, sag ich dir. Nee. Das ist eher weich. Weich und geschmeidig. Weich und geschmeidig. Ich glaub's nicht, haben sie den echten... Dann bin ich mal gespannt, wie nachher die Tempel oben am Ende von Akt 3 aussehen. Weil die sahen ja vorher schon recht lecker aus, so von wegen mit rumfliegende Gedärme und hast du nicht gesehen. Ja. Und nackte Statuen. Ich mag rumfliegende Gedärme. Auf nackten Statuen. Auf nackten Statuen. Nackte Statue mit... Mit rumfliegenden Gedärmen. Ja, genau. Das klingt unheimlich sinnvoll. Die Idee sollten wir im Hinterkopf behalten. Ja. Gibt's hier nicht irgendwie mal eine Touristeninformation, wo es denn jetzt hier bitteschön in die Sewers geht? So, ja, hallo. Komm, wir fragen die nächste größere Gruppe, die wir treffen. Die Jungens. Ja, dann dafür müsste mal... Was denn? Kommen Sie mal. Ich meine, ich stehe hier irgendwie seit 2 Minuten und... Du, wir müssen die Folge nicht weitermachen, so ist das jetzt nicht. Ja, hier. Ah, hier, steht er ja. Ja, ich ja auch, ne? Komm, eine Gruppe kriegen wir noch. Jetzt bin ich ja da. Eine Gruppe kriegen wir noch. Ja, in dieser Folge. Aha, so. Da. Warum ist die Folge schon wieder um? Ja. Tja, euer Pech, Leute. Ja, dann müssen wir jetzt leider abmoderieren, ne? Ja, liebe Leute, wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, trotz roter Penisse an großen Statuen. Ja. Das ist so verstörend, dieses Bild, aber ist egal. Ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.